Droppt da so eine Leiche. Wir haben Diaz. Nice. Hey Leute und willkommen zu dem angekündigten Mod-Projekt. Ja, und zwar habe ich ja das Mod-Projekt angekündigt. Das mit Varo hat übrigens nicht geklappt. Das lag daran, dass der das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat. Aber das Mod-Projekt läuft jetzt, also Varo leider nicht, sorry dafür, aber das Mod-Projekt. Und was ist das, der Natural Magic Mod? Ja, da gibt es mega, mega viele Sachen, wie Zaubersprüche, glaube ich sogar. Der neue Rüstung, neue Tools, viele, viele verschiedene andere Sachen. Also mega viel. Ich glaube, ihr werdet viel, vielleicht manches davon auch kennen, wenn ihr euch mit Mods beschäftigt habt. Und in diesem Projekt geht es darum, ich bin auf dem Server, ihr seht, sonst könnte ich gar nicht die Top-Leiste öffnen. Ich bin auf dem Server, momentan ist niemand anders auf dem Server, weil ich die erste Folge jetzt alleine aufnehme. Die Eröffnung war nämlich eigentlich gestern, aber dort hatte ich keine Zeit. Und deswegen muss ich jetzt die erste Folge leider alleine aufnehmen. Aber es werden in den nächsten Folgen vielleicht mal welche wieder dazukommen. Manchmal werde ich aber auch wieder alleine aufnehmen und so weiter und so fort. Und zwar geht es in diesem Projekt zum allerersten rum. Ihr seht hier so eine blaue Flagge. Ich bin in der Fraktion Wasser und es gibt halt drei verschiedene Fraktionen. Man kann mit den Fraktionen normal aufnehmen und so, aber PvP-Events geht es halt darum, sich zu bekriegen und als PvP miteinander zu machen. Ja, unter den Fraktionen, also man kämpft halt als Team gegeneinander. Ja, aber man kann halt auch so natürlich miteinander aufnehmen. Es geht jetzt halt nur bei den verschiedenen Fraktionen darum, dass bei PvP-Events die gegeneinander kämpfen. Man kann natürlich auch so gegeneinander kämpfen, aber man kann halt auch zusammen mit denen aufnehmen, zusammen mit denen zocken, wenn die in verschiedenen Fraktionen sind. Ja, die Fraktionen sind immer, ich glaube, 300 Blöcke vom Spawn entfernt. Ja, und dann halt dementsprechend auch verschiedene Anzahl der Blöcke voneinander entfernt, das weiß ich nicht gerade. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier kurz die Welt an. Ja, ich habe noch 4 Steaks vom Anfang. Und was ist das denn? Die Dianenkache. Oh! What the fuck? What the hell? Das verfolgt mich und gibt mir Schwäche und zieht mir mega viel ab. Davon muss ich mich jetzt mal fernhalten. Ja, GG, der verfolgt mich. Solange bis ich sterbe, ist wahrscheinlich. Ich hab den Wither-Effekt. Ich renne jetzt erstmal nur noch weg. What the hell? Aber hier gibt's, wie ihr seht, schon mega viele Sachen. Wir wären schon fast gestorben. Und das heißt, wenn man stirbt, muss man die Folge beenden. Das heißt, ich müsste sie jetzt gleich schon beenden, wenn ich daran gestorben wäre. Oh mein Gott. Das war knapp. Also wie ihr seht, hier gibt es mega viele verschiedene Sachen. Hier gibt es auch sowas Neues. Und man, ich weiß jetzt nicht genau, wo man seine Sachen bauen soll. Aber ich werde das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen Survival-mäßig angehen, dass ich mir jetzt mehr Ausrüstung farme, bevor ich mir großartig was baue. Vielleicht baue ich mir unterirdisch so eine kleine Base erstmal. Also das soll dann kein Haus sein. Sondern halt nur so eine kleine Base. Oh, das ist echt heftig. Ihr seht auch, die Welt sieht hier anders aus ein bisschen. Weil ja auch andere Sachen sind. Und das war jetzt gerade schon heftig. Ihr seht auch, hier liegt immer so Holz auf dem Boden. Soll so als gefälltes Holz dienen. Wir nehmen uns hier mal die Beeren mit, das kenne ich vom anderen Mod. Man kann die, glaube ich, auch hier abbauen. Ich weiß nicht, ob man die dann irgendwo anpflanzen kann und die dann auch nochmal extra Beeren bringen. Ich nehme sie einfach mal mit. Und dann gucken wir mal weiter. Ich werde jetzt erstmal nicht sprinten. Und gucken mal, wo wir eine kleine Höhle finden. Weil ich habe jetzt keinen Bock, mich hier einfach straight runter zu graben. Wenn wir jetzt erstmal keine finden, müsste ich das wohl machen, aber wir nehmen jetzt erstmal Holz mit, um uns dann erstmal die Standard-Tools zu machen, die Holzspitzhacke und Holzschwert.
Ich nehme es extra nochmal ein mit. Das Geile ist, man kann auch zwei Hände hier aktivieren. Man kann zwei Sachen gleichzeitig in der Hand nehmen. Man kann aber nur drei auswählen. Also man kann halt nur drei Sachen, das mit drei Sachen machen. Ja, also deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei einer Hand. Aber man kann das auch so einstellen, das finde ich ziemlich lustig gemacht. Also das, falls ihr euch fragt, warum da drei Sachen sind, nochmal neben der Extra-Leiste. Aber egal. So. Ich bin auch nicht der Schnellste im Craft, wie schon gesagt. Aber das, darum geht's ja jetzt auch gar nicht. So. Dann machen wir mal das. Also ich finde, es bockt relativ. Das Modpack sieht schon ganz nice aus. Und ja, wird bestimmt sehr cool. Ich hoffe, ihr wollt mir dabei weiterhin zusehen. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. So, und dann können wir jetzt einfach mal das Schwein. So. Ja, wir können ja mal ein paar Schweine einfach killen. Und dann später das Fleisch braten. Aber natürlich müssen wir jetzt erstmal eine kleine Höhle finden. Doch wir gehen mehr zu unserem Dorf, sag ich jetzt einfach mal, wieder hin. Also zu unserem Spawnpunkt. Weil dort wollen wir halt später auch unser Dorf errichten, ist ja logisch. Auch wenn neben uns unglücklicherweise so ein scheiß Portal gespawnt ist, mit so mega starken Mob. Kann man sich vorstellen, wenn wir viele Folgen machen, wird das ganz cool. Weil dann können wir ihn auch mal besiegen. Ja, ich habe auch gelesen, dass man gestern drei Folgen vorproduzieren durfte und jetzt nur eine, finde ich ein bisschen schade. Ich werde jetzt vorsichtshalber nur eine aufnehmen, was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht drei vorproduzieren darf, aber vielleicht frage ich dir nochmal, ob ich wirklich drei aufnehmen darf, aber ich werde jetzt erstmal nur eine machen. Ja, der hat auch nicht gesagt, wie lange man die machen darf. Ich werde jetzt einfach mal so 15 bis 20 Minuten machen. Und wenn er sagt, man darf nur 10 Minuten oder nur 15 Minuten auf den Punkt, dann hat er es mir nicht gesagt. Da bin ich auch nicht schuld. Ja. Also hier sollte um den Baum, sollte glaube ich unser Dorf so ähnlich sein. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier in der Nähe vielleicht so eine kleine Höhle finden, wo wir uns dann reinbegeben können. Was sind eigentlich diese Vögel? Die würden mich schon interessieren. Die spawnen ja wie friedliche Mobs. Naja, man kann nichts dran machen, schreibt jemand, weil ich halt geschrieben habe, dass das doof gemacht ist. Hat auf jeden Fall viel Leben. Und was droppt er? Droppt er irgendwie Fleisch? Ah, er droppt Fleisch. Vielleicht ist es auch so ein friedlicher Mob wie ein Schaf oder so einfach. Bloß, dass er halt, ja, Fleisch, also halt einfach das gleiche wie so ein Schaf oder so. Kann er sein. Und das weiß ich nicht, was das ist. Also hier seht ihr, es gibt sehr viele verschiedene Sachen. Manchmal schon etwas komisch, teilweise. Und wir sind da hinten gespawnt, ne? Das sollten wir uns besser merken. Dann gehe ich jetzt erstmal hier hin. Warte, ich lese mir gerade mal ganz kurz, dass in der Skype kommt wie durch wegen Voraus aufnehmen. Ja, wir müssen nochmal auf jeden Fall wegen dem Voraus aufnehmen gucken. Drei Folgen finde ich berechtigt, weil ich habe auch, wenn man mal richtig Bock auf das Projekt hat, muss man das, darf man es halt nur eine Viertelstunde aufnehmen. Das finde ich ziemlich schade, wenn man dann halt keinen Bock auf das Projekt hat. Ja, ihr wisst, denke ich mal, wie ich es meine. Also wenn man halt mal richtig Bock auf das Projekt hat, dann darf man es halt nicht aufnehmen. Und wenn man halt mal keinen Bock hat, dann muss man es sozusagen aufnehmen. Deswegen finde ich so den Vorausposition besser. Aber mal gucken, wie das so gemacht wird. Weil es ist jetzt hier alles noch in der Planung, wie ihr seht. Ich fahre mich jetzt hier einfach mal in diesen Berg rein, aber man findet hier auch kaum was. Was ist das? Bernstein. Komm, ich nehme einfach mal alles mit. Aber besser gesagt, ich mache mir jetzt erstmal die Steintools. Die sind mir nicht erstmal am wichtigsten. Weil sonst können wir den Großteil der Erze auch nicht abbauen, glaube ich. Ah.
Hier sind noch Federn von diesem Dudu, glaube ich. Ich weiß ja selber nicht, was das genau war. Ja, auf jeden Fall mega komisch. Wir schaffen jetzt auch nicht so viel in dieser Folge, glaube ich, weil ich mir erstmal nur alles angeguckt habe. Und beinahe von diesem Ding getötet wurde. Und da die Folge beenden müsste. Weil wenn man stirbt, muss man die Folge halt beenden und darf dann halt nicht mehr die Folge zu Ende machen, sondern muss die halt so beenden und dann halt vom Server runtergehen. Ja. Bei PvP-Event ist das, glaube ich, nicht so. Hier ist auf jeden Fall Kohle, das ist nice. Kohle brauchen wir nämlich erstmal zum Braten. Und hier ist Eisen. Eisen ist auch nice. Und wenn ich mir jetzt erstmal die Standard-Tools machen, wie beim Standard-Minecraft, halt Eisen, vielleicht Eisenrüstung und dann später halt die Sachen wie, es geht mir nicht irgendwie, ich weiß nicht genau, was das heißt. Was war es nochmal? Irgend so eine spezielle Erzrüstung. Irgend so eine spezielle Erzrüstung. Werde ich mir dann auf jeden Fall erst später machen. Die ist mir nicht so gut wie dir. Und die ist halt am seltensten. Ach, und die ist halt nicht so selten wie dir. Und ist halt so gut wie dir. Deswegen lohnt es sich auch nicht, wenn man Dias findet, mit Dias so Tools zu machen. Weil es gibt halt einfach Sachen, die sind genauso gut hier in diesem Modpack. Also hier lohnt es sich wirklich nicht, die Dia-Tools oder so zu machen, sondern nur andere Sachen, die man mit Dias hier machen kann. Und hier gibt es mega viel Eisen, das ist gut. Wir haben nämlich jetzt hier gerade so eine kleine Unterwasserhöhle gefunden. Aber wir müssen hier irgendwie das Wasser... Ja, das ist eine unendliche Wasserquelle, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall hier die Kohle mitnehmen, sonst können wir das Ganze nicht braten. Ja, übrigens sieht das so aus wie in meinem Texture Pack, ne? Also man kann hier auch die Standard Texture Packs in den Mod Launcher reinpacken, indem man einfach, wenn man hier bei Resource Pakete auf Ordner öffnen klickt, dann... Oh ne, jetzt lädt's wieder. Ich bin auch so ein schlauer Typ. Ja, okay, jetzt geht's. Dann kann man einfach seins reinziehen, das man will. Und dann geht das Ganze halt. Finde ich ganz cool, weil ich habe jetzt das Phasen Default Edit. Das hat er nicht selber gemacht, wurde mir jetzt schon öfters gesagt, ich weiß, aber ja, weiß nicht, wie ich es erklären soll. Auf jeden Fall habe ich das Phasen Default Edit, das heißt so. Und hier ein Salzohr, also es ist Halbohr. Müsste zumindest Salz essen. Und Redstone Erz. Redstone Erz brauchen wir jetzt nicht. Dann Wasser. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt hier irgendwie nach oben kommen. Wir haben zumindest Kabel. Dann tun wir mal das weg. So. So. Gut. Das ist schon mal ganz gut gelaufen. Was ist das? Lapis Lazuli Erz. Kann man heute was machen? Lapis. Nee, kann man nur so Schrott mitmachen. Ich werde es erstmal liegen lassen. Weil so Schrott brauchen wir jetzt ja auch nicht. Kupfer kann man glaube ich jetzt mitmachen, ne? Kupfer. Ja, da kann man Tools mitmachen. Keine Rüstung, aber da kann man Tools mitmachen. Das können wir gebrauchen, weil das Schwert ist besser als... Ach, genauso gut als der jetzt, nicht besser. Ach, als der Schwert. Nicht besser, aber genauso gut. Oder wir können damit halt auch Spitzhacken machen. Überlege ich mir nochmal. Deswegen sollten wir es auf jeden Fall auch mitnehmen. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, ob ich mir damit jetzt eine Spitzhacke oder ein Schwert mache. Ein Schwert wäre jetzt natürlich auch sehr sinnvoll. Merit-Herz. Ich gucke mir jetzt mal alle an. Mich interessiert es, wenn ich was die können. Ja, okay, damit kann man nichts machen. Lapis konnten wir auch nichts mitmachen. Man soll manchmal wenigstens mal was halbwegs Gutes damit machen können. Damit ich es mitnehme, weil sonst ist das ja auch irgendwie unnötig. Also eine Eisenspitzhacke können wir uns schon machen, dann ist ja irgendwie so eine Kupferspitzhacke auch unnötig. Die können wir dann nur so für so Hardcore-Ärzte, sag ich mal, brauchen.
Oder Obsidian oder so. Also da braucht man, glaube ich, nicht so dringend eine, weil Spitzhacke ist ja auch schon gut. Glaube ich zumindest. Ich bin mir auch nicht sicher, aber wir haben mega viel Eisen gefunden. Das ist nice. Übrigens, wenn man stirbt, braucht er so eine Leiche. Wir haben Dias. Nice. Nice. Dias in der ersten Folge. Oh mein Gott. Und danach müssen wir die Folge, glaube ich, beenden. Ich weiß nicht, ob wir genau mindestens 15 Minuten, aber alle, die das jetzt kennen, werden mich verstehen. Dias in der ersten Folge. Oh mein Gott. Wir werden jetzt hier erstmal unsere kleine Base aufschlagen und dann... Oh mein Gott, ich werde jetzt erstmal drumherum graben. Weil es dürfen ja nicht nur eine... Das darf ja nicht nur einer sein. Ja, es ist auch mehr... Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr als... Doch, es ist mehr als das sogar. Noch mehr. Okay, jetzt ist unser Rauch kaputt gegangen. Können wir dann ja noch später gucken. 3. Wir können jetzt die Spitzhacke machen. Zack, zack. Oh mein Gott, wie viel Luck wir einfach haben. Das sind ja noch mehr Hunter. Also das sind 8. Also wir haben gerade mega Luck. 8 Stück. Also wenn das kein Glück ist und wir haben noch mehr als ein Stack Eisen gefunden. Das baue ich jetzt noch zu Ende ab und dann... Ne, ich glaube, ich beende jetzt erstmal hier die Folge. Das nehme ich jetzt noch aus dem Ofen. Ich weiß ja nicht, ob es Leute gibt, die sowas klauen. Gut. Leute. So viel Luck in der ersten Folge. Ja, ich habe auch am Anfang drumherum gequatscht. Ich glaube, deswegen darf ich mal länger. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine feste Aufnahmezeit gab, wie lange man darf. Aber ich werde es einfach mal bei 16 Minuten belassen. Oder bei 17 Minuten jetzt fast. Ich glaube fast 17 Minuten 30, wenn ich jetzt so weitermache. Aber gut, 8 Dias. Über ein Stack Eisen, wenn wir das da hinten noch abbauen und alles braten. Aber über ein Stack Eisen, ihr seht, wir haben jetzt hier schon 57 Eisen plus das und dann noch plus das da hinten. Ja, nice. Nice. Also ich würde sagen, mega viel Glück. Ich freue mich schon auf die weiteren Tage, sag ich einfach mal, beziehungsweise Folgen. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.